Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Assassin's Creed. Ja, wir sind genau da stehen geblieben, wo wir gestern aufgehört haben. Diesmal müssen wir nicht zu irgendwelchen Punkten zurückkehren. Und auch hier, bevor wir loslegen, gleich nochmal der Hinweis. Ihr findet in der Videobeschreibung den Link zu dem Spiel, den Amazon-Link zu dem Spiel, zu der Special Edition, wo ihr mehrere Spiele auf einmal bekommt. Also die Heritage Edition oder wie die heißen. Auf jeden Fall super Geschichte. Kann ich nur empfehlen. So, dann schauen wir mal rein. Was ist denn hier los? Ah, eine tote Nutte. Schon wieder. Schon wieder. Wer war das? Dieses Monster, Malfatto. Sati. Da lang. Malfatto ermordet junge Frauen im Tiberbezirk. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel mit Assassinen-Rekruten eliminieren. Ja, gerne. Dann bin ich mal gespannt, wie das geht. Also ist ja alles jetzt so ein bisschen Tutorial. Mila, du solltest doch nicht mehr herkommen. So, Malfatto? Datenbank? Kurz öffnen. Wer ist dieser Malfatto? Geburtsjahr unbekannt, Beruf Arzt. Abstergos Datenbank sagt, Malfatto sucht das arme Viertel Roms heim und macht Jagd auf arglose Opfer. Die einzige Information, die ich sonst noch finden konnte, war ein Bericht aus dem Jahre 1502 über einen maskierten Arzt, der vor der Rosa... Oh, Rosa in Fiore? Ey, das ist mein Puff, lauerte. Dieser Kerl scheint echt nichts Gutes zu bringen und nichts Gutes habe ich in letzter Zeit schon oft gehört. Okilidokili. Wo ist er denn? Da lang? Vermute mal da lang, ja. Ich vermute mal. Du sollst mir den Weg zeigen. Du sollst diesen Typen nicht anmachen. Du sollst mir den Weg zeigen. Mann, das hat ja super geklappt. Ich vermute mal links rum. Yep. Ich bin echt gespannt. Ah, da sind die Nutten auf meiner Seite. Da lang, ja, okay. Mach ich doch gerne. So, Gildenattentat. Animale. Ah ja, haut schon ab. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir es machen. Ah ja. Okay, ich habe gepfiffen. Und hab's von einem Kollegen erledigen lassen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mit L2. Requiescat in pace. Ja. Mit L2 rufe ich jetzt die Leute. Sehr gut. Das macht nämlich die Kämpfe. Ich meine, die waren bisher schon sehr leicht, wie man in dieser einen Brücke gesehen hat mit den 1000 Toten in einer der letzten Folge. Aber. Zu schlecht hier nicht. Ja, das ist die Stadtwache. Du wirst nicht entkommen. Da, ich hab ihn. Ja, das kriegt doch zu zweit schon hin. Ja, sehr gut. Mensch, meine kleinen Novizen. Die machen es richtig. Rekrutenanzeige. Die Rekrutenanzeige zeigt ihnen, wann ihre Assassinen-Rekruten wieder einsatzbereit sind. So, jetzt hauen sie ab. Und die füllt sich langsam und bedächtig, aber die werden wir ja auch eher selten benötigen. Wir stehen euch bei jedem Schritt des Weges. Ah. Sperrgebiet? Also, was ich sag mal, das machen wir. Ach, er da. Hm. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Aber wie haben wir ihn getötet? Ich weiß es auch nicht mehr. Was hat der denn vor? Ah, ich glaube, der kommt jetzt zu dem Heuhaufen rüber. Oder? Nee, er lässt es. Ich bin mal gespannt. Wir können es ja jetzt mal mit Assassinen versuchen. Zu welcher Tür ist denn das auch zu irgendeiner Tür hier rein verschwunden? Okay. Gucken wir mal, wie wir diesen Stronzo kriegen. Ey, ey, ey. Ah, die sehen uns da, okay, alles klar, ich verstehe.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir den hier so kriegen. Jawohl! So. Jawohl! Sehr gut. Mensch, so kann's gehen. Alter Gesell. Das war's schon. Ihr könnt wieder nach Hause gehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, wenn das mal nicht easy peasy war. So, der war aber auch eigenartig gerüstet, das muss man sagen. Kommt da jetzt einer hoch? Nee. Alles klar. Sehr schön. Mensch. Alter Falter. Mist, wie kommen wir denn hier jetzt hin? Ist eigentlich hier an der Seite irgendwie hoch. Kriegen wir das hier irgendwie gewuppt? Vielleicht hier? Ja. Wohl eher nicht. Okay, dann hätten wir hier noch... Hier wird auch nichts. Okay, na, dann müssen wir einfach mal zusehen, dass wir drumherum geklettert kommen. Wie gesagt, hier ist es auch nichts geworden. Also müssten wir hier rein, so. Ach Mensch, sehr schön. Der ein oder andere wird sich erinnern vor ein paar... Ich weiß jetzt nicht, ist schon wieder fast Wochen her, oder? Hatten wir den schon mal bei unserem ersten Versuch zu erledigen? Hatte nicht funktioniert. Schade. Beziehungsweise, hey, das ist jetzt funktioniert. Was ist denn jetzt los? Woran mangelt es denn jetzt? Selbstvertrauen? Was ist das denn jetzt? Hä? Wieso komme ich denn da nicht hin? Hört doch auf, warum komme ich denn da nicht hoch? Ja, was ist denn? Fauler Sack, du. Echt, wirklich. Was habe ich denn hier falsch gemacht? Ich kann es leider nicht erkennen. Das müsste mir mal jemand verraten. Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Dass ich da nicht hochkomme. Eigenartig. Okay, ich probiere es einfach nochmal. Der liegt ja bequem da. Au. Also aber schön den Rücken gebrochen, du alter Schwede. So, wie kommt denn der jetzt hoch? Ach, hier. Okay, alles klar. Das hätte ich auch vorher sehen können. Das gebe ich zu. Okay. Ja, dann dürfte es ja nicht mehr so weit sein. Hier rüber vielleicht. Oh, ein Aufwand. Ein Aufwand, um auf diesen Scheißturm hochzukommen. Ich meine, sobald du hier einmal hier bist, die Wachen da unten sehen dich ja jetzt, weiß Gott, nicht mehr. So ein Aufwand. Echt jetzt? Ach Mann, ey, wirklich. Muss ich jetzt einmal drumherum klettern? Das kann ja nicht wahr sein. Na gut. Sei es drum. Und jetzt darauf achten, nicht vorher abrennen, erst synchronisieren. Wo ist denn hier dieses... Der Falken... hier. Alles klar. Beziehungsweise der Adlerhorst. Sehr, sehr schön. Ah, das Spiel macht mich halt wirklich an. Also diese Möglichkeit, diese Assassinen da zu benutzen, das ist eine richtig feine Geschichte. Aber mir war übrigens auch noch so, mir war übrigens auch noch so, dass wir die Assassinen auch direkt mit Aufträgen betrauen konnten. Wenn mich jetzt nicht alles irrt. Warte mal. 59 Meter, da gehen wir mal nicht übers Wasser, weil ich habe so das Gefühl, das können wir direkt vermeiden. So. Okay, den Arzt haben wir getötet. Ja, sehr gut. Den Arzt haben wir getötet, das heißt, das Tutorial müsste im Prinzip durch sein. Jetzt müssen wir maximal noch über das Tutorial sprechen, wie wir die... Oh, das klingt ein bisschen jämmerlich.
Warte mal, das ist ja gar nicht da oben. Oder? Nee, da hinten ist es. Oh, was ist denn los? Was ist denn das, kleiner Bub? Warum ist das nicht... Hab ich dich nicht schon mal gerettet? Gab's denn nicht schon mal eine Folge, wo ich dir schon mal geholfen habe? Marlene, warum weinst du? Die wollen meine Mama auf ein Boot bringen. Sie sagen, ich komme aufs Nächste. Ich glaube nicht. Wer? Ein Mann kam mit Wachen aus der Burg und verhaftete uns. Er machte mir Angst. Das verstehe ich. Aber du, du bist sehr tapfer. Bringt ihr meine Mama zurück? Menschliche Fracht. Silvestro Sabatini. Finden, eliminieren und seine Sklaven befreien. Oh, sehr gut. Wohin brachten sie deine Mutter? Die Straße runter. Gut. Gibt es einen Ort, wo du hin kannst? Mein Onkel. Geh zu ihm. Halte nicht an und rede mit keinem. Okidokuli. Auch den gucken wir uns natürlich an. So, Silvestro Sabatini, Geburtsjahr 1472, Beruf adliger Silvestro. Mitglied der Sabatini-Familie und Cousin von Raphaels Schüler Andrea Sabatini, arbeitete als Gegenleistung für die Anhebung seines Status für die Borgia. Nachdem er Cesare enttäuscht hatte, in den Aufzeichnungen steht nicht, wie genau er ihn enttäuscht hat, das heißt lediglich, dass Silvestro Mist gebaut hat, entfernte Micheletto seinen linken Arm. Ach ja, das sieht man es ja. Pfui Teufel. Na gut. Dann befreien wir noch ein paar Sklaven. Und ich habe so das Gefühl, die werden uns auch alle in unsere, ich sag mal, Party joinen. Ah, Mann, so spricht ein Gamer. Die treten nicht unserem Verein bei, nein, die joinen unserer Party. You know? So, wo geht's denn hier lang? Wie weit ist es denn? Mal wieder keine Entfernungsanzeige. Wieso entscheidet sich das Spiel, meine Entfernungsanzeige droppen zu lassen und dann mal wieder nicht? Das verstehe ich nicht. Warte mal, ist das hier ein Brunnen? Vielleicht mal gucken, ob wir diesen Brunnen schon ausgelöst hatten. Wenn nicht, dann machen wir es natürlich gleich. Ah, sehr gut. Wie gesagt, Schnellreisefunktion nehme ich alles sehr, sehr dankbar an. Und der Brunnen wird auch von Mal zu Mal teurer, wie man sieht. Mal machen. So, weiter geht's. Ja. Jetzt. Ich habe immer so das Gefühl, dass in dem Moment, wo dann die Animation nicht weiterläuft, wirkt der Typ so ein bisschen, also Ezio, wie ein Schlaganfallpatient. So, da ist er doch. So, unbemerkt zu den... Achso, unbemerkt folgen. Gut. Dann schauen wir mal. Wir wissen anscheinend offensichtlich nicht, wo die sind. Hätte man ihn nicht einfach auch fragen können? Alter! Ist ja gut. Hä? Ist das mein Pferd? Ja, bewegen Sie sich in der Gruppe. Wo hab ich denn hier noch... Ja, da kommt eine Gruppe. Okay. Ich habe nichts gesagt. Aber ich kann ja auch einfach weggucken. Könnte ja auch ein Tourist sein. Ein Tourist, der die Stadt alleine erkundet. Das soll es ja geben. Muss ja nicht immer eine Reisegruppe sein. Was soll das denn? Ich bin Individualtourist. Das muss es doch damals auch gegeben haben, oder etwa nicht? Ah, die Waffe schon in der Hand, der Gute. Jeder. Ja, ist ja gut. Ah, diese Verfolgungsjagden. Also, und das setze ich mal in ganz, ganz große Anführungsstriche. Die sind schon mega schlecht. Wieso rennt der denn jetzt? Rennt der denn jetzt hin? Okay. Erklärt sich mir jetzt nicht, warum der jetzt in den Sprint gegangen ist. Weil gesehen haben kann er uns nicht. Wir standen ja gerade eben noch hinter der Hausecke.
Aber nur gut, sei es drum. So sei es drum.